Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, meine Freunde. Ich befinde mich natürlich momentan wieder zu Hause, denn ich habe noch eine Wackelkopfpuppe abzugeben. Das wollte ich noch schnell erledigen. So. Und schon sind es jetzt, fehlen jetzt nur noch 6. Eine weiß ich ja schon, wo sie ist, aber die kann ich erst zu einem späteren Zeitpunkt holen, wenn mein Level hoch genug ist in diesem Bereich. Deswegen werde ich jetzt gleich, ich habe ein Level-Up inzwischen auch gemacht. So, Glück ist mein nächstes Ziel und das machen wir. Ich will Glück auf jeden Fall gleich auf 10 bekommen. Wenn ich das habe, hole ich mir die Wackelkopfpuppe aus dem Bereich. Also aus... Oh. Spectacle Island. Ja. Also. Heute will ich ein paar Missionen abschließen. Und zwar als erstes reden wir mit der Railroad. Los geht's. Nein, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. So, das leuchtende Meer. Das hier will ich. So. Ab zur Prydwen. Ich bin momentan noch nackt. Das hat aber auch seinen Hintergrund, da ich ja Kate noch dabei habe. Und Kate soll ja auf die höchste Zufriedenheitsstufe gehen. Und abgesehen vom Hacken, nicht Hacken, sondern Schlösser knacken, ist Nacktreisen die beste Variante, um Kate zu leveln. Deswegen laufe ich momentan noch nackt. Ich ziehe mich dann auch gleich wieder an. Würde zwar jetzt definitiv keinen großen Unterschied machen, wenn ich mit ältester Maxen rede, aber trotzdem. So, Kate hat das gefallen. So, Moment. Jetzt gehen wir weiter. So, jetzt wieder anziehen. Diverses. Kleider. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Okay, dann können wir auch gleichzeitig ein paar sonstige Missionen abschließen. Halt, hier muss ich lang. Die Befreiung des Commonwealth. So, ups, nein, nicht. Ich muss außenrum gehen. Oh, da kann ich wieder was nehmen. Sehr gut. Ah, oh, mit... So, also, los geht's. Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Was passiert jetzt mit Fort Strong? Paladin Dance sorgt für den Transport der Fatman-Sprengköpfe auf die Prydwen. Sie werden sich in Zukunft noch als sehr nützlich erweisen. Ich habe außerdem einen Trupp dorthin befohlen, der das Fort sichern soll. Es dient uns dann als Aufmarschgebiet und schützt zugleich die Ostseite des Flughafens. Alles in allem haben sie uns einen ziemlich nützlichen Stützpunkt beschafft. Schade nur, dass es nicht das Institut war. Keine Sorge, Ritter. Sie werden früher, als Sie denken, damit zu tun bekommen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Danke, Ältester. Ich werde Sie gut einsetzen. Das erwarte ich. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann.
In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealth sorgfältig absuchen lassen. Aber sie konnten nichts finden. Wo fange ich an? Ich will, dass sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn sie einen Weg hineinfinden, melden sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Gibt es nicht irgendwelche Vorkriegsaufzeichnungen über das Institut, die uns helfen könnten? Unseren Aufzeichnungen zufolge ist das Institut aus den Resten einer Vorkriegsbildungseinrichtung hervorgegangen. Dem Commonwealth Institute of Technology. Die Ruinen dieser Einrichtung befinden sich im Zentrum der Stadt. Aber wir haben sie bereits gründlich durchsucht. Die Einrichtung wurde offensichtlich bereits vor langer Zeit aufgegeben. Die Spur endet also dort. Sonst noch etwas, Ritter? Irgendwelche Vorschläge, wo ich als nächstes suchen sollte? Ihr Treffen mit Dr. Amari hat auch die Richtung vorgegeben. Wenn das Institut in der Lage ist, seine Synths zu teleportieren, steht uns ein schwerer Kampf bevor. Es muss einen Weg geben, das Teleporter-Signal zu kapern. Und ihr geheimnisvoller Kontakt im leuchtenden Meer könnte die Antwort für uns haben. Wenn Sie Ausrüstung brauchen, um die Auswirkungen der Strahlung an diesem verfluchten Ort etwas abzumildern, sprechen Sie mit Proktor Teagan. Ich bin sicher, er kann Ihnen weiterhelfen. Könnten diese Energiewerte, die Paladin Dances Erkundungsteam aufgefangen hat, etwas mit Teleportation zu tun haben? Die Technologie des Instituts ist unserer weit überlegen. Wir wissen es also nicht genau. Es würde allerdings erklären, wieso die Werte immer nur kurz und recht zufällig auftauchen. Ich werde unsere Gelehrten anweisen, unsere Scan-Techniken zu verfeinern, um mehr herauszufinden. Gibt es sonst noch etwas, das Sie fragen wollen, Ritter? Im Moment nicht, Ältester. Gut, dann wegtreten. So, das war das. Das Array wird noch immer von Streufunksignalen gestört. Versuche, sie rauszufiltern. Maschine 3 macht Zicken. Passe Drehmoment an. Ah ja, Moment. Stimmt. Hier ist ja das Deck. Rückmeldung der Kontrollsysteme durchgehend im normalen Bereich. Reaktor bei 100% Effizienz. Hier ist ja das Kommandodeck der Prudwain. Kells. Warte kurz, Ritter. Lass mich eine Sache klarstellen. Als Mitglied der Bruderschaft unterstehst du meinem Befehl. Wenn du meinen Respekt willst, musst du ihn dir verdienen. Wenn ich dir eine Mission zuweise, erwarte ich Ergebnisse. Ist das klar? Voll und ganz. Gut. Ich habe Berichte über verschwundene Vorräte aus unserem Versorgungslager am Flughafen erhalten. Ist vielleicht ein internes Vergehen. Ein internes Vergehen? Gibt es Verdächtige? Wir reden hier über Verrat. In solch einem Fall ist man sich sicher oder nicht. Bis dahin ist jeder ein Verdächtiger. Ich möchte, dass du die Untersuchung leitest. Melde dich bei Ritter Sergeant Gavil auf der Basis. Er befehligt unsere Logistikabteilung. Er erklärt dir alles über seine Einheit und das Lager. Darüber hinaus kannst du die Untersuchung nach Belieben führen. Melde deine Erkenntnisse direkt an mich. Ist das klar? Ja, Sir. Ich erwarte Ergebnisse. Bring sie mir. Wegtreten. Okay. Eine weitere Mission für die Bruderschaft. So, jetzt suche ich ein paar Sachen abgeben. Ich habe ja Blutproben gesammelt. Ich habe ja technische Informationen. Da hole ich mir jetzt noch ein bisschen Kronkorken. Und das hilft mir natürlich weiter. Und dann geht's weiter zur Railroad. Moment, hier muss ich lang. Offenbar schulden wir dir unseren Dank dafür, dass du diese Monster bei Fort Strong ausradiert hast. Nun, hast du Dokumente für mich? Oder wolltest du vielleicht einer Forschungspatrouille beitreten? Ich habe technische Dokumente für dich. Hervorragend. Ich werde sie mir gleich ansehen. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte Fundgrube dieser technischen Dokumente. Durchsuche jedes Gebäude, das du während deiner Patrouille erkundest, höchst sorgfältig.
Du wirst angenehm überrascht sein, was da alles zu finden ist. So, das war das. Ja, Katze ist ja gut. Okay. Dann muss ich jetzt Lage mit Feuer aus allen Rohren angehen. Ein schneller Weg ins Grab. Ah, ich war schon richtig. Bin nur wieder falsch gelaufen. So, also, beeilen wir uns. Dank unserer Vertibirds sollten wir die Lufthoheit haben. Entschuldigung, gelehrte Noraya? Hast du Blutproben für mich, Ritter? Ja. Ja, hier, bitte. Perfekt. Ich stelle die am besten kalt, damit sie nicht verderben. Hier, ein paar Kronkorken für deine Mühen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du nach den Blutproben suchst. Sobald ich einen Durchbruch erziele, lasse ich es dich wissen. So, das waren die. Okay. Dann nächster Ort. Die Railroad. Da gibt es 2 Missionen zum Abschließen. Ah, ich muss raus hier. Im Polizeirevier Cambridge findet man bei Bedarf Obdach und Vorräte. Dann muss ich jetzt erstmal wieder raus hier. So, dann geht's zu Railroad, nächstes Ziel. Ja, jetzt habe ich mir die nackig gemacht. Oh, das ist blöd. Ne, egal. Da haben wir jetzt dann 2 Missionen zum Abschluss zu bringen. Los geht's. Tüfteltom sucht nach dir. Ist ja gut. Sprich mal mit Dr. Amari. Sie hat sicher mehr Infos zum Weg. Der Weg ist frei. H-222 kann gefahrlos weiterziehen. Ich weiß. Durfte mir von Glory gerade einiges über Molden anhören. Die Sicherheit unserer Einsätze ist gelegentliche Missverständnisse mehr als wert. Wie dem auch sei. Amari meldet, dass H-222 es gefahrlos geschafft hat. Es war schön, H-2 noch einmal helfen zu können. Sieht aus, als hätte er einen Schutzengel. Fürs Erste ist die Krise vorüber. Nimm das hier. Das hast du dir verdient. Okay. Pam. Mein Glory, hast du bestimmt noch nie einen Zünd getroffen. Morgen krachen lassen. Löse nach Theta N auf, wenn sich I der Wahrscheinlichkeitsgrenze nähert. Ich habe mich um das DIA-Versteck gekümmert, Pam. Interface. Gut gemacht, Agent. Entsende Boten zum Abtransport der Ausrüstung. Belohnung erteilt. Sehr schön. Analysiere. Okay. Da ist... dass du da oben beobachtet wirst. Immer. Dez hat mir erlaubt, meine Atmosphärensensoren aufzustellen. Endlich kann ich beweisen, dass das Institut Terraforming im Commonwealth durchführt. Was sagst du jetzt, Carrington?
Warum sollte das Institut Terraforming am Commonwealth durchführen? Das geht zurück bis zum Großen Krieg. Wer hat die erste Atombombe gezündet? Das Institut. Die haben den ganzen Krieg angezettelt, um alle außer ihren eigenen teuflischen Wissenschaftlern zu töten. Ja, das ist echt toll, Tom. Ich habe Des gesagt, dass ich auf dich zählen kann. Also, mein Sensor, ich nenne ihn Mila, muss hoch oben sein. Richtig hoch. Des hat mich gezwungen, Kameras und anderen Low-Tech-Mist daran zu montieren, damit sie den Weg der Freiheit beobachten kann. Den Mist kannst du wegwerfen, wenn du willst. Als könnte, du weißt schon wer, keine gewöhnliche Kamera überlisten, klar? Ich werde mich gut um Mila kümmern. Sie hat eine Menge sensible Komponenten. Sei sanft zu ihr, okay? Ich habe den perfekten Ort berechnet. Bau Mila auf und lass sie süße Daten für uns sammeln. Ja, das wird eine ganze Weile dauern, diese Missionen abzuschließen. Weil es sind, ich weiß nicht, glaube ich, angeblich, ich weiß nicht, ob es jetzt unendlich sind oder ob sie nur 4 oder 5 oder 7, glaube ich, waren es. 7 waren es. Eins von beiden. Das sind, kann auch sein, dass die komplett random sind. Also. Was machen wir jetzt? Genau, diese hier will ich jetzt machen. Da braut sich was zusammen. Ah ja, da muss ich mich erkunden. Aha, sehr schön. Gut. Weil diese Mission kenne ich noch nicht und deswegen interessiert sie mich jetzt. Diese Braumaschine. Sehr interessant. Keine Ahnung, was da auf mich wartet. Habe ich gesagt, kenne ich nicht diese Mission. Habe ich noch nie gespielt. Und wird bestimmt interessant werden. Das wird sogar mit Sicherheit sehr interessant werden. Und okay. Na komm, lade endlich. Ich will jetzt ein bisschen Action haben. So Missionen abzuschließen ist schon interessant, aber trotzdem. Ja, in der Zwischenzeit könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Was ich auf Spectacle Island bauen soll. Ich habe da schon eine gewisse Idee, aber mal sehen. Haupt da. Scheiße! Schluss mit dem Spielchen. Komm raus, damit ich dich sehen kann. Verdammt! Hä? Kommt der verdammte Gunner schon wieder her? Und noch einer. Okay. Ja. Moment, da hinten ist auch nochmal ein Geschütz. Da drüben!
Ist das ein Witz? Das muss ein Witz sein. Was denn? Du bist Shankar Shamrock. Genau da muss ich hin. Ah, da sind ja nochmal welche. Okay, dann geh mal rein. Das wäre nämlich mit Sicherheit dann eins meiner größten Bauprojekte, was ich überhaupt machen werde. Und deswegen wäre es bestimmt interessant, was ich bauen soll. Wie gesagt, ich habe da schon eine gewisse Idee, aber ich lasse mich auch gerne von euch überzeugen. Ob es nicht eine bessere Methode gibt. Oder was Schöneres. Wenn ich dich finde, wird es dir noch leid tun. Oh, da ist der Kopf wieder geflogen. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Ah, scheint so, dass die etwas niedriger Stufe. Hä? Oh, ja, da oben. Ja, klar, da oben. Irgendjemand oder irgendwas spielt mit uns. Was, da? Hast du Spaß, ne? Ich kann das den ganzen Tag machen. Ich schwöre, da war was. Was jetzt schon wieder? Das ist nichts. Das gemacht. Ja, auf der Toilette wird ein Bett eingerichtet. Ich glaube, es hakt. Komm raus, denn Marie ist kurz und schmerzlos. Glaub mir. Das kannst du ja gerne probieren. Zeig dich. Los, wenn du dich traust. Das ist doch scheiße. Okay, da geht's wieder weiter. Müssen wir.
Ja. Beginne Startsequenz. Unbekannte Hardware entdeckt. Hilfs, BIOS entdeckt. Hey, Kumpel. Startsequenz abgeschlossen. Gebe Probe zur Abnahme durch den Techniker aus. Wie würden Sie die bereitgestellte Probe beschreiben? Okay, sehr interessant. Moment. Was bist du? Ich bin ein modifizierter Robco Protektron, Bezeichnung Saufkumpan. Meine Mikroanlagen ermöglichen internes Brauen, Abfüllen und Ausgeben von Bier mit hoher Geschwindigkeit. Ich bin außerdem darauf programmiert, zur Unterhaltung des Kunden eine Vielzahl von Witzen zu erzählen. Wie würden Sie die bereitgestellte Probe beschreiben? Kalt und erfrischend. Weißt du, wie lange ich schon kein kaltes Bier mehr hatte? Sehr gut. Anscheinend sind meine Funktionen optimal kalibriert. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Ja, klar, sicher. Beginne Transfer zum Hotel Rexford. Okay. Folge dem Saufkumpan zum Hotel Rexford. Okay. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Jetzt darf ich anscheinend da hinterherlaufen. Also, deswegen, diese Mission kannte ich doch nicht. Aber bis jetzt ist es sehr witzig. Was los, Kate? Hey. Ja? Entschuldigung? Hast du mir was zu sagen? Sonst nichts weiter. Sicher. Okay. Na, schauen wir mal, ob jetzt irgendwelche Leute hier umeinander stehen. Aber der bewegt sich selber. Der wartet nicht. Okay. Na, jetzt müsste dich zwangsläufig mal überprüfen, wie der Zufriedenheitswert mit ihr ist. Weil viel kann ja eigentlich nicht mehr fehlen. Okay, dann machen wir es jetzt heute so. Dann werden wir jetzt noch diese Mission zum Hotel Rexford machen und dann kehren wir zum Shamhaus zurück und dann tue ich dort alles mal über. Sicher Ziel.
Oh, ein Kriegsfürst. Hallo? Jetzt habe ich schon bald, ich werde auch vom Buddy angegriffen, dem guten Alten. Ah, hier liegt der Hundling. Ein Wachbot? Das ist jetzt euch, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Okay. Okay. Wie erledigt man einen Wachbot am besten? Sein. Mensch, wir spielen. Aua! So, jetzt hat. Du lebst doch. Meine Fresse. Oh, komm zurück. Ich hatte gerade voll. So, jetzt kommt immer was Cooles. Kate? Schaut eigentlich immer recht witzig aus, wie die Kate immer eins auf die Mütze kriegt. Identifiziert und bestraft werden.
können nun wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Achtung, dies ist jetzt eine Gefechtszone. Es drohen Verletzungen bis hin zum Tod, wenn sie in diesem Gebiet bleiben. Dieser Hinweis ist gerichtet. Ordnung haben sich durchgesetzt. Das dauert. Aber es dauert. Ist es ja gleich soweit. Jetzt sind wir ja nicht mehr weit entfernt. Von Good Neighbor. Ah, der geht hier lang. Geht denn jetzt schon wieder hin? Endlich am Ziel. Endlich, meine Herren. Also weiter. Meine Herren, ich weiß auch nicht, was das so viele Grafikfehler hat, wenn du durch die Stadt gehst, habe ich noch nie erlebt. Naja, wahrscheinlich muss ich meinen Rechner wieder mal neu starten. Das kann durchaus der Fall sein, dass es daran liegt. Keine Ahnung. So. Also. Wow, was für ein Drecksloch. Und ich dachte, schlimmer als im Combat Zone könnte es nicht werden. So, jetzt brauche ich... Kann ich die? Ja. Die kann ich nutzen. Und alles nehmen. Dann haben wir nämlich alles schon mal schön brav verschrottet. Bin zwar immer noch vollkommen überladen, aber das ist vollkommen egal. Komm, Buddy, geh weiter. Wir wollen zum Ziel kommen. Hey. Halt deine Waffe besser griffbereit. Nur ein gut gemeinter Rat. Ja, ja, ist ja gut. Ja? Wer ist die Rothaarige? Sie hat diesen Ich stech dir mit einem Schraubenzieher die Augen aus, was? Genau wie meine Alte.
Du wirst ja eine komische Frau haben. Wenn du überleben willst, musst du dich einer Crew anschließen. Ich habe gehört, dass Bobby nasenlos Leute sucht. Gib bei ihr immer einen Haken, aber sie zahlt. Sprich mit Bobby. Ah ja, das heißt, ich kann endlich diese Mission, damit ich Hancock bekommen kann, starten. Sehr langwierig, sehr nervig, aber egal. Hallo, neue Freunde, ich bin der Saufkumpan, aber das ist diese Braumaschine, von der ich dir erzählt habe. Meine Aufgabe ist es, zu unterhalten eiskalte Getränke zu servieren. Na gut, dann bau das Ding drüben an der Bar auf, dann ist es wenigstens von der Tür weg. Nehme normalen Betrieb auf. Seien Sie gegrüßt, Kumpel. Hey, Rufus. Hey, danke für deine Hilfe. Blonden der Saufkumpan ist sogar noch besser, als ich zu hoffen gewagt hatte. Hier ist dein Geld. Ah, sehr schön. Okay. Gehen wir wieder raus und machen wir weiter. So. Von hier aus gesehen... muss mich ja noch dort umschauen. Deswegen gehe... ich habe ja im Endeffekt diese Mission eher abgeschlossen, anstatt dass ich sie... bevor ich mich umgeschaut habe. Und das will ich noch schnell machen für heute und dann hammer das für heute dann auch. Brauhaus Shamrock. Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Na, es gibt so viele Orte im Commonwealth zum Untersuchen. Boah, das ist ja... eine Lebensaufgabe. Aber spaßig. Immer wieder recht spaßig. Naja, wenn die scheiß Ladezeiten nicht immer werden. Also... na, was ist nü? Jetzt hat. Okay. Gehen wir gleich rein. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen genauer um. Mal sehen, ob noch was anderes gibt, außer diesen Buddy. Hätte ich das gewusst, dass es ein Protektor ist, den ich verfolgen kann, dann wäre ich als erstes natürlich hier erstmal hier komplett durch. Aber mein Gott, man lernt ja nie aus. So, was ist jetzt? Also, hier waren wir ja schon. Da liegt der Kopf. Ich weiß nicht. So still ist es eigentlich immer nur, bevor die große Scheiße losgeht. Hey, wer zuerst? Irgendwas Wertvolles müssen sie doch dabei haben. Hä? Was bist denn du da hinten? Da ist Gaff. Ah, hat auch nichts Interessantes. Ach, da haben sie nur einen Siedler mit Messern beworfen. Ja. Raider halt. Oh, eine Mini-Atombombe. Generator?
Na gut, gehen wir weiter. Nö, da ist doch wieder mal nichts. Okay. Eine Laborstation, aber das war's dann auch schon. Hier hinten gibt es noch Reservelebensmittel. Das wär's. Hier sieht's immer noch sauberer aus als in meiner Bude im Combat Zone. Was war das jetzt eigentlich gerade für ein Holoband? Das Gwyneth-Rezept. Das sind nur Informationen. Verdammt! Ich stolpere ständig. Es wäre schön zu sehen, wohin wir gehen. Das Einzige, was besser ist, als sich volllaufen zu lassen, ist ein gepflegter Kampf. Stimmt's? Hä? Hab ich mich gerade? Nee, hab ich nicht. So, was war das jetzt für eins? Keine Ahnung, was das jetzt für ein Holoband war. Nö, ich glaube, jetzt hier ist dann... Halt, stopp.
Jo, das war's. So, das Gasthaus Shamrock ist jetzt auch durchsucht. Und das war's. Das heißt jetzt auch für mich, ich werde an dieser Stelle diese Folge hier beenden. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich darf euch hoffentlich in einem neuen Video begrüßen, wenn die nächste Runde Fallout 4 dran ist. Denn hier gibt es noch extrem viel zu tun. Hier ist gerade wieder eine wilde Schießerei. Die will ich mal schauen, wer was. Oh. Das kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Aber gegen wen kämpfen die eigentlich? Ah! Ein legendärer. Nö. Ich warte mal ab, was dabei rauskommt. Vielleicht könnt ihr den Legendären da erledigen. Vielleicht dann habe ich nämlich noch einen weiteren Legendären. Ah! Er wird auf jeden Fall schwächer. Und das war er. Hast du was Brauchbares gefunden? Wow. Und ein Raider, noch ein Raider-Veteran. Oh. Der ist heftiger als erwartet. Sag ich doch, der ist heftiger als erwartet. So. Okay. Zeit für etwas Spaß. Da liegt er. Was bist du? Aha. Das Problem ist das Mikrokohlenstoff, Sündrüstung. Rechtes Bein. Okay. Nehmen wir doch den mit. Jawohl.
So Leute, das soll es jetzt endgültig gewesen sein. Das war jetzt, wollte ich jetzt noch kurz abwarten, aber wie gesagt, jetzt kann ich nicht schnell reiten. Ja, verdammte Tat. Habe ich dich. So, aber jetzt, komm, weg. So Leute, also, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, servus, bis bald.